NRW-Wahl. Piraten in Umfrage bei 11%. Rot-Grün wird knapp. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Einer neuen Umfrage der Info GmbH für die Wirtschaftswoche zufolge können die Piraten mit dem dritten Landtagseinzug nach Berlin und dem Saarland rechnen. Der Erhebung nach würde die SPD mit 40% stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 29%. Die Piraten erreichen in der Umfrage 11% und lägen damit einen Zähler vor den Grünen, die auf 10% kommen. Sowohl die FDP als auch die Linke würden nicht erneut in den Landtag einziehen. Beide erreichen lediglich 3%. Ebenfalls 3% würde keiner der genannten Partei wählen. Ihren Höhenflug verdanken die Piraten in erster Linie der Unterstützung durch die Massenmedien. Die Partei wird landauf, landab als junge Protestpartei vermarktet, obwohl der Inhalt nur ein lauer Abklatsch altlinker Positionen ist, die mit Protest gegen die herrschenden Verhältnisse kaum etwas zu tun haben. Auf Parteitagen werden Erklärungen gegen Rassismus verabschiedet. Im Saarland warfen sie der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale eben jenen Rassismus vor, weil diese im Zusammenhang mit Griechenland und der Eurokrise von Schuldensirtaki sprachen. In Sachsen fordert die Partei das Wahlrecht für alle Ausländer, auch ohne Einbürgerung, und in Berlin wirft sie dem Neuköllner Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Buschowski ebenfalls rassistische Äußerungen vor, weil er den Abgeordneten im Landtagsparlament die horrenden Kosten der Zigeunereinwanderung erläuterte, ohne freilich die Zuwanderung an sich in Frage zu stellen. Und auch bei geplanten Diätenerhöhungen sagen die Piraten, genau wie die restlichen etablierten Parteien, nicht nein. Der Landesvorsitzende der Partei in Nordrhein-Westfalen geht im Fall eines Landtagseinzuges am 13. Mai davon aus, dass seine Partei für mehr Geld für die Abgeordneten stimmen wird.